Ich bin live. Ich lese Deutsch. Time out of mind. Zeit aus dem Geist oder aus dem Sinn. Es ist die frühe Autobiografie von Joan Marshall Grant. Ist ein ziemlich altes Buch. Sie hat gelebt 1907 bis 1998. Und wir sind hier im Kapitel 3 vom zweiten Teil dieses Buches. Sie beschreibt ihre Kindheit und sie ist jetzt aber... wir sind in 1921 oder so. Erster Weltkrieg ist vorbei. Und sie lebt in Secord auf Hayling Island in England. Incompetence of Witches. Die Unfähigkeit von Hexen. Mutter, die sehr leicht müde wurde von Besuchern, mochte plötzlich Griffin nicht mehr so gerne. Und daher arbeitete ich so hart, wie ich konnte, damit da keine Entschuldigung sein könnte, dass sie gefeuert wird. Das ist ihre Erzieherin. Solange Mr. Lum weitermachte, begeisternde Briefe an Vater zu schreiben über die Resultate der Examen, die er mir gesetzt hatte, alle 2 oder 3 Monate. Solange Papa sich darüber freute, würde Griffy sicher sein. Aber sogar als ich die Little Go, das ist wohl ein Examen, mit 16 gemacht hatte, würde sie trotzdem noch mindestens ein Jahr bleiben, bis ich alt genug wäre, zu Girton zu gehen. Denn ich arbeitete an einem Programm, das arrangiert wurde von Mr. Lum. Das gab mir 12 Monate Vorsprung für die anderen First Year Undergraduates, für die anderen Erst Jahr Untergraduaten, oder was man in Deutschland sagt, weiß ich nicht. Dieselben 3 Fächer, 3 Pots heißt das, 3 Pots, nehmen als ich. Es war Januar und ich war immer noch erst 15, als Iris zurückkam, das ist ihre Halbschwester, von Malta, wo Ronald stationiert war für 2 Jahre und sie würde ihr erstes Baby in Secord haben. For a few days she resisted being treated as a half-witted invalid. Für ein paar Tage weigerte sie sich, wie eine Invalide behandelt zu werden. Dann gab sie sich dem hin und sie fing an, dass sie Fußstühle haben musste und immer neue Chiffonschale, wie sagt man, einen Schal, Seidenschal, um ihre Schwangerschaft zu verbergen. Frauen, die bisher ein ganz normale Menschen waren, entbarten sich jetzt als Ghouls. Symptome, die geleidet wurden, als man kranker war. Umso schlimmer sie waren, umso besser waren sie. Und diese wurden alle Iris mitgeteilt. Ich hatte viel zu tun, das zu verteidigen. Und ich bin immer in Ohrhörer gewesen, damit ich denen sagen kann, dass sie ihre Klappe halten sollen. Und ich fragte sie immer sehr intime, persönliche Fragen und dann waren sie ruhig. Mit einer pious lady, die Iris erzählt hatte, dass es war unser Gottes Wille, dass sie so tormentiert wurde bei der Geburt ihres Kindes, da verließ mich meine Geduld und das brachte ein unwahrscheinliches Streit von meiner Mutter, weil sie sagte, ich soll nicht immer so direkt sein. Iris wusste sehr wenig vom Kinderbekommen, genauso wenig wie ich. Und wir wussten gar nicht genau, was eigentlich genau passiert. Sogar der Arzt sagte nur, oder der Doktor sagte nur,
mit falscher Fröhlichkeit. Du lassest man alles über mir, überlasse es alles mir. Du wirst bald alles wissen, was du wissen willst. Don't let's think about it, sagte Iris. Lass uns nicht daran denken, sagte Iris. Aber ich wünschte mir, dass Ronald hier wäre. Dann könnte er mir sagen, dass es etwas ganz Normales ist, ein Baby zu haben. Griffy war ein gebrochener Mensch, denn sie war immer noch unverheiratet und sie war schon 42. Was? Griffy was a broken reed for being unmarried and 42, yeah. Babies were a subject which she steadfast put out of her mind. Griffy war gebrochen, denn sie war unverheiratet und 42 Jahre alt. Babys waren für sie ein Thema, das sie streng aus ihrem Kopf genommen hatte. Fragmente von Informationen, die Mutter gab, waren auch sehr unbefriedigend. Das Baby soll angeblich Kopf zuerst rauskommen, aber manchmal war das nicht so. Und dann würde das Breech genannt. Das kann auch passieren, wenn die Mutter nicht genug auf sich aufpasst oder wenn sie zu schnell nach oben rennt. Es war nützlos, Vater zu fragen, denn der schien überhaupt nichts zu wissen oder nicht interessiert zu sein. Also ging ich in unsere Library, in unsere Bücherhalle im Hause, bis ich ein Textbuch gefunden hatte über Gynäkologie. Nach zwei langen Sessions mit dieses Buch zu lesen, habe ich es wieder zurück aufs Board getan und entschloss mich, dass Iris viel besser dran wäre, wenn sie diese Informationen alle nicht hat. Denn was ich von den furchtbaren und fast unverständlichen Geschichten gelesen habe, sind nicht Dinge, die ihr gut tun würde. Jetzt tat es mir leid, dass wir die Planchette verbrannt hatten. Aber dann erinnerte ich mich, dass die arme kleine Hexe als Jungfrau gestorben ist. Sie hat das oft erwähnt, als wenn es etwas wäre, worauf man stolz sein sollte. Und die anderen beiden Schreiber, die wir empfangen hatten durch die Planchette, waren ältere Männer. Ich versuchte mich zu erinnern, ob ich ein Baby gehabt habe in einem früheren Leben. Aber der griechische Renner und die junge Frau, der den Kopf abgeschnitten wurde, und auch das Indianermädchen und die römische, die ich gewesen bin, hatten und die römische, die ihre Tränen mit einer Medizinflasche gesammelt hat, die waren alle unfruchtbar und konnten mir keine Informationen geben für Joan, für mich selbst. Iris betete und Griffy und ich auch. Wir hofften, dass Ronald zu Hause sein würde, bevor das Baby geboren wurde. Aber Mutter wollte das Feld für sich selbst haben, ohne ihren Schwiegersohn dabei zu haben. Und ihre Gebete schienen mehr effektiv gewesen zu sein. Der Tag, an dem Ronald Malta verlassen wollte, kam das Wort, dass die Schmerzen mit Iris angefangen hatten. Griffy und ich wurden von dem Zimmer gesperrt. Der Doktor kam an. Vater schließ sich in sein Büro ein. Die Hausmädchen standen an den Stufen und hörten, was sie rausbekommen könnten. Aber plötzlich hörten sie Mutter und dann verschwanden alle wieder ganz schnell. Stunden vergingen. Ich hatte Tabletts gemacht,
mit Tee für die Schwestern und für den Doktor. Und dann nahm ich ein Drinks zu Vater und ließ es vor seinem Büro stehen. Mehr Stunden vergangen. Griffey versuchte mich ins Bett zu schicken, aber dann freute sie sich, dass sie jemanden hatte, mit dem sie sich unterhalten könnte. Als wenn ich ins Bett gehen würde, wenn meine Schwester ein Baby bekommt. Ich versteckte mich am Ende der Passage, als ich den Arzt sagen hörte zu Mutter, als der Arzt sehr scharf zu Mutter sprach. Sie kam aus dem Zimmer und ging an mir vorbei mit Tränen in ihren Augen. War etwas Furchtbares passiert? War ihres oder das Baby tot? Nein, wenn sie tot gewesen wäre, wäre sie sofort zu Papa gegangen, anstatt sich selber einzuschließen in ihrem Ankleidezimmer. Vielleicht war etwas da, was ich tun könnte, um zu helfen. Jedenfalls sagte der Arzt, ich sollte mich verschwinden. Und es wäre besser, wenn ich nicht andauernd da stehen würde, unter der Spannung. Der Arzt schien aber recht froh zu sein, mich zu sehen. Er hatte viel zu tun, sagte er, und die Krankenschwester auch. Sie hatte Chloroform von einer Flasche auf einem Tuch getan und das hielt sie über Iris' Gesicht. Iris schnarchte und stöhnte zur gleichen Zeit. Dann plötzlich nahm der Arzt das Baby an ihren Fersen und es fing an zu weinen. Dann machte er irgendwas und dann hat er sie in ein Handtuch getan und mir gegeben. Nimm das Baby zu deiner Mutter und sage ihr, sie hat eine Granddaughter, eine Großtochter. Und sage ihr, ich sage Bescheid, wenn sie zurückkommen kann, hierher. Ich nahm das Baby in die Nursery nebenan und packte es in die Mitte von dem Bett. Ich hatte Angst, es runterzufallen zu lassen und ich schickte ein Mädchen los, um meine Mutter zu holen. Mutter war sehr erfreut über das Baby, besonders, dass es ein Mädchen war, denn das hatte sie vorausgesagt. Iris und Ronald wollten beide einen Jungen. Dann erinnerte ich mich an Griffey und ich fand sie vor dem Feuer unglücklich. Als ich ihr erzählte, dass es ein Mädchen war, brach sie in den Tränen aus. Oh, arme Mrs. Kershaw, sie wollte doch so gerne einen Jungen haben. Warum war der Arzt nicht schnell genug? Oder hat er absichtlich das nicht gemacht, weil deine Mutter ein Mädchen wollte? Was gemacht? Sie wurde rot und dann putzte sich resolut ihre Nase. Sie weigerte sich, es in Inside Out zu nehmen. Was, sagst du? Was bedeutet Inside Out? Liebes Kind, warum musst du immer darauf bestehen, so genau zu sein? Ich glaube, ich sollte dir das eigentlich nicht erzählen. Aber du hast schon so viel gesehen. Griffey, Darling, erzähl mir bitte, was du meinst. Sie nahm ihre Stimme der Informationsgabe an und sagte, Baby boys and girls, like men and women, have different reproductive organs. Baby Jungs und Mädchen, wie Männer und Frauen, haben verschiedene reproduktive Organe. But these are the same thing in reverse, inside out in the case of boys, outside in the case of girls. Aber das ist dasselbe umgekehrt. Von Männern ist es von innen nach außen und für Mädchen ist es von außen nach innen. Wenn der Doktor kompetent ist, dann kann er sie drehen, solange er es sofort macht, wenn das Baby geboren ist, bevor die Organe Zeit haben, sich festzusetzen. Das tun sie dann. Zuerst sind sie wie Gelee, aber danach, wenn sie
in Kontakt mit der Luft kommen, kann man das ändern. Ich fühlte mich schuldig, dass ich die Gynäkologie-Bücher nicht vernünftig gelesen hatte. Vielleicht hatte ich doch nicht aufgehört. Vielleicht hätte ich doch nicht so früh aufhören sollen zu studieren. Ich hätte mir das dann selber vielleicht erzählen können, dass alles vernünftig gemacht werden musste. Aber jetzt, dann hätte ich nämlich meine Nichte in einen Neffen verwandeln können. Griffy, bist du sicher? Was ist denn mit Leuten, die versuchen, einen Jungen zu haben, damit sie erben können? Die müssen ganz schön clevere Doktoren haben dann. Einige Menschen sind zu abergläubig, um diese einfache Prozedur zu machen. Roman Catholics and Masons too. Roman, also Katholiken und Masons, Frauenmaurer auch, ich glaube, sind ziemlich dagegen. Aber es ist mir noch nie aufgefallen, oder ich habe noch nie daran gedacht, dass deine Mutter so ein Vorurteil haben könnte. Ich dachte, sie ist stolz darauf, dass sie so viel medizinische Wissen hat. Sonst hätte sie deine arme Schwester mal warnen können, dass der Doktor nicht genug kompetent ist. Sie umarmte mich. Du hast dich wunderbar benommen, mein Liebes. Und ich bin richtig stolz auf dich. Da ist nichts so wichtig wie das Trainieren des Charakters. Und eine gute Erdung zu haben in wissenschaftlichen Methoden. Hexen scheinen noch viel weniger zu wissen als Wissenschaftler über Babys, sagte ich. Ach verdammt, was ist der... What's the use of remembering bits of who you were before you don't remember anything you really need? Was ist es denn schon nützlich, wenn man sich an verschiedene vorherige Leben erinnern kann, wenn man dann plötzlich so ignorant ist über diese Dinge, die so wichtig sind heutzutage? Ich hätte mich an viel mehr erinnern sollen. Zwei Wochen später ging der Krieg zwischen Mutter und Griffy richtig los. Ein riesengroßer Streit verbrannte meine Erziehung in einer einzigen Nacht, an einem einzigen Tage. Mutter feuerte sie und ich ging zu Papa und sagte, dass sie, wenn sie das Haus verlässt, dann werde ich nie wieder irgendwelche Stunden nehmen von irgendjemandem. Er war entgeistert. Du gehst nach Cambridge. Du musst nach Cambridge. Alles ist schon arrangiert. Dann kannst du Mutter erzählen, dass Mrs. Griffiths hier zumindest noch so lange bleiben muss, bis ich das Little Go-Examen geschafft habe. Es gibt andere Erzieherinnen, sagte er protestierend. Du hattest ein Dutzend, bevor du diese walisische Frau so gerne mochtest. Ich bin noch in meinem Leben nie so wütend gewesen oder so bestimmend. Vater, du kannst wählen zwischen meiner Erziehung oder Mutter zuzugeben. Du kannst nicht beides haben. Mein liebes Kind, du kannst nicht, darfst nicht solche Entscheidung auf mich zwingen. Es ist deine Mutters Geschäft, nicht dein, nicht meines, wen sie gut findet, deine Erzieherin zu sein. Sie kam nie mit Miss Griffiths zurecht. Aber ich komme mit ihr zurecht, Papa. Für sie und für dich habe ich wie verrückt gearbeitet. Ich habe die letzten 3 Jahre Arbeit in 15 Monaten geschafft. Ja, deine Arbeit ist exzellent. Mr. Lam, denkst du wirst vielleicht ein mathematisches Genie sein. Dann lass Miss Griffiths hierbleiben. Wenn sie geht, ich verspreche dir das, auf meine Ehre,
dass ich nie wieder ein anderes Textbuch aufmachen werde. Und ich werde nie nach Cambridge gehen. Und ich werde nie wieder für ein Examen sitzen. Oh mein Gott, und du meinst es, sagte er verzweifelt und ging zu Mutters Zimmer. Für Stunden haben sie argumentiert, aber Mama hat gewonnen. Graffy verließ uns in Tränen den nächsten Morgen. Zwei Wochen bevor meinem 16. Geburtstag. Und das war das Ende meiner Scholastic Education. Das war das Ende meines Schullernens. Wir sind jetzt bei Kapitel Nummer 4. Mind under matter. Mind under matter. Geist unter Material. Sprache ist schon komisch, ey.